Ernst, dann sind Sie doch selber schuld, dass bei Ihnen im Bett sexuell nichts mehr läuft. Dann möchte ich nicht, dass mir zu Ohren kommt, dass Sie das nächste Mal deppert schauen, wenn Ihre heute beim Nachbarn klingelt und sagt, Servus, Spatzel, wie schaut aus? Das ist Lust auf ein Guster. Es freut mich, dass doch ein paar Bayern da sind. Weil sonst machen wir doch keine Lachen. Das war dem Minga letztens anders. Wo ich direkt mal fragen, ist halt einer da, der im Rechnen nicht schlecht ist, also der ziemlich gut im Rechnen ist, freiwillige vor. Ist halt einer da, einen brauche ich. Nimm jetzt einfach mal die. Was schätzt denn du? Was schätzt denn du? Wie viele Originale, das es noch im bayerischen Fernsehen gibt, wirf mal eine Zahl raus. Werfe mir eine Zahl herauf, was du denkst, wie viele bayerische Originale es noch im bayerischen Fernsehen gibt. Hau raus, halt mir auf Zeit davor. Zähne, du hast gelangt uns in der Rechnung in 5 aus, weil mehr als 5 ist ansteht. Das ist genau das, was ich meine. Habe ich letztens meine Doktorarbeit fertig geschrieben über das subdurale Hämatom, wie es entsteht. Da kann ich venöse Blutung aus den Brücken winnen. Habe mir gedacht, jetzt kaufen wir zur Feier des Tages noch eine Leberkassemmel in Straubing. Ist vor mir an der Theke ein richtiger Blädel gewesen und hat mit der Metzgerei-Fachverkäuferin abdiskutiert, wie dick denn seine Leberkassscheibe sein muss. Bloß weil er einen bayerischen Eberhof-Krimi gesehen hat, dass dieses Maß einer Leberkassscheibe doch möglich wäre und dass man für ganze 2 oder 50 dabei warten kann, dass da der ganze Sauschädel noch mit drinnen ist. Dann habe ich gewusst, wenn dieser Blädel im Bein auf einer Brücke steht, dass es von dieser auf die nächste Seite gar nicht schafft und dass es seine Brückenvenen festhalten muss, weil es nämlich gut möglich sein kann, wenn ich nicht da bin, dass er mir dann nicht aufstreicht. Jetzt muss ich bloß kurz einen Schluck trinken, tut mir richtig leid, aber... Naja, zur Zeit was, aber das ist wurscht. Wo war mein Stäblin? Ah ja, genau. Jetzt passt auf. Kennst du die diskreten Drauf-Rumreiter aus Bavaria? Schauen Sie, das sind beispielsweise die uralten Mütterl, die um 5:30 schon am Friedhofstitel stehen und in der Früh schon die jungen Leute aufwecken, bevor sie zur Arbeit müssen. Ja? Und die sagen dann so erfrischende Sachen wie, ja, der König Ludwig II., der war der schwul, gell, schwul war er der. Das hat schon seinen Grund, warum bei manchen Skulpturen der königliche Kopf aufbewahrt worden ist und der Rumpf eben nicht. Weil es ja damals auch schon gegessen muss, wieder in den Körper gerade hinein. Ja! Schauen Sie, mit 9 Jahren habe ich bei einem Malwettbewerb teilgenommen. Ich habe eine spitzen Osterhasenfrau gezeichnet, ganz fein karikaturistisch. Wissen Sie, ich wollte jetzt mit 9 Jahren nicht gleich schon so pastos auftragen. Gut, es war jetzt kein Albrecht Dürer, ja, aber er hat seinen Strich gehabt. Wie bei uns zu Hause in Regensburg in der Gerekerstraße. Gut, kennt jetzt nicht jeder, ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich einen samtroten Mantel geformt, mit Silberknöpfen aus dem 18. Jahrhundert. Selbst einen giftgrünen Regenschirm habe ich gezeichnet, falls es in meinem Gemälde zu regnen beginnt. Ja? Selbst ein Blinder hätte diesen Wert aus dem 20. Jahrhundert erkannt. Gut, inzwischen hängt es eben im Kinski in Wien, weil ich möchte auch zu uns aus, wollen Sie es knickern. Ja? Worauf ich raus möchte, was glauben denn Sie, wer diesen Preis gewonnen hat? Den ersten Platz hat natürlich gemacht der Sohn vom Sparkassendirektor mit einer windigen Darstellung eines Strichmannstels. Den zweiten Platz der Sohn von der Raiffeisenbank. Und last but not least die gewamperte Wirtshaustochter von der größten Brauerei im Landkreis. Schauen Sie, die wollten wir eigentlich mit 9 Jahren schon da schießen. Aber meinen Sie, wenn er Geld für den Quer da oben geht? Habe ich letztens einen Bußgeldbescheid erhalten von 278,50 €. Habe ich sofort dem Landratsamt angerufen, die Frau hat mich schon kennt, und gesagt, Frau Wittmann, wie möchten Sie denn diesen Betrag gerne bezahlen oder wie viel können Sie bezahlen? Sag ich, mei, 5 € im Monat. Hat ganze 3 Minuten gedauert und dann ist es gekommen. Dann hat sie gesagt,
Ja, das erstreckt sich über 56 Monate. Das sind ja ganze 4,5 Jahre. So kriegen wir ja Miliz und sein Geld. Sag ich, ja, genau. Schau mal, ob es noch kurz ausgeht. Das Menschenmisanthrop ist ja meines Erachtens nicht der Mensch, der uns zum Menschenfeind macht, sondern die Zeit. Ja? Heutzutage, also es muss ja alles schnell gehen. Ja? Also schnell müssen wir noch die Winterreifen und die schnell müssen wir noch das Häusl fertig bauen, schnell, schneller, am schnellsten. Schauen Sie, was ist denn, wenn da mal einer durchtaut und sagt, darf ich kurz davor noch mal zum Bieseln? Dann sagt der Zeiger, nein, erst das geht sich nicht mehr aus. In so einer Geschwindigkeit befinden wir uns. Schauen Sie, war der letztens in Wien. Da ist mir das so gekommen. Wenn zum Nietzsche einer gesagt hätte, geh mal, mach ich mein Gemälde, hast da 15 Minuten Zeit und hätte ihm einen roten Vorbeimer hingestellt. Hätte Nietzsche gesagt, nix, geh mal, geh scheißen erst, Trottelbläder. Und hätte ihm diesen roten Vorbeimer drüber geschickt. Ja? Der Pfarrer sagt da immer so schön, Asche, Staub zu Staub. Ja, was wird sich der Nietzsche da denkt haben? Sau. Zu Sau. Ganz genau. Darum habe ich auch mit Saublock gemeint. Dankeschön, habe die Ehre, ich habe mich gefreut.